Daniela Kavan, Energetikerin, Elektrotechnikerin und Energy Coach. Ich freue mich so, dass du auch heute wieder bei Energy On dabei bist. In diesem Video heute möchte ich dir eine Methode zeigen, die ich schon in meinem ersten Video gezeigt habe, damals aber in einem anderen Kontext. Und der Grund dafür ist, dass es mir letzte Woche eigentlich nicht wirklich gut gegangen ist. Es war so viel los, ich habe so viele Telefonkonferenzen gehabt, nebenbei noch das Homeschooling, Essen kochen, meine Mailbox hat sich angefühlt und dann habe ich da einfach einen totalen Druck gespürt und mir ist wirklich nicht gut gegangen und dann habe ich gewusst, stopp, das muss aufhören. Und dann habe ich eben diesen Stress und diesen Druck abgeleitet und dann habe ich mir aber eben auch gedacht, ich bin sicher nicht die Einzige, die in der jetzigen Situation und diesen Druck und diesen Stress hat und deswegen habe ich gedacht, ich zeige eben diese Übung hier in diesem Video. Und Stress, das ist natürlich jetzt kein neues Thema. Jetzt mit diesem ganzen Homeschooling und Homeoffice hat es dann natürlich schon nochmal eine andere Bedeutung, weil es völlig neu ist, was da jetzt alles auf uns einprasselt. Aber mal ehrlich, Stress ist immer etwas ganz Hausgemachtes. Und es hängt eben auch damit zusammen, und da schließe ich mich vollkommen mit ein, wir nehmen uns einfach viel zu viel jeden Tag vor. Also mein Tag ist immer voll durchgeplant. Und dann kommen natürlich von extern noch Sachen dazu und dann versuche ich das immer noch reinzukriegen und das verursacht eben manchmal einen gewissen Stress. Und ja, es gibt natürlich Dinge, die unbedingt erledigt werden müssen oder unbedingt abgearbeitet werden müssen. Aber mal ehrlich, die Welt bricht nicht zusammen, wenn es jetzt in dem Moment nicht fertig wird. Gerade jetzt in der Krise sehen wir, was alles möglich ist und was dann trotzdem auch noch immer alles okay und toleriert wird. Und mir hilft es in dieser Situation im ersten Schritt schon mal wirklich mal Stopp zu sagen, wenn ich das merke und mir dann einfach sagen, okay, ich gebe jetzt mein Bestes, ich mache das Beste, was möglich ist, was geht, das geht und was ich nicht mehr schaffe, das mache ich dann einfach morgen. Der Tag hat einfach nur 16 bis 18 Stunden, ich muss dann zwischendurch auch mal schlafen und es kann auch warten. Und das hilft mir schon mal, den Druck rauszunehmen und mir geht es danach eigentlich schon mal viel, viel besser. Aber was ist Stress eigentlich und warum haben wir ihn überhaupt? Und Stress ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion von deinem Körper, der dir ermöglicht, deinem Organismus kurzfristig ermöglicht, eine bestmögliche Leistung zu geben. Und die Betonung ist dabei immer auf kurzfristig und durch diese Kurzfristigkeit hat es auch keinen negativen oder krankheitserregenden Effekt auf deinen Körper. Und das ist eigentlich das Wichtige dabei. Das ist eben aus der Evolution so entstanden und nach einer Stresssituation, wenn man von einem Tier oder so geflüchtet ist, dann hat es auch Entspannungszeiten gegeben und dann konnte der Stress wie aus dem Körper wieder abfließen. Und in unserer heutigen Zeit vergessen wir eben einfach immer wieder auf diese Entspannung. Es kommt immer mehr und mehr und mehr dazu und über einen längeren Zeitraum. Und das kann dann wirklich einen krankhaften Effekt auf deinen Körper und auch deine Seele haben. Und das wollen wir natürlich nicht, das wollen wir natürlich vermeiden. Und Stress ist natürlich immer auch etwas sehr Subjektives. Das hängt natürlich auch davon ab, für den einen, der braucht einen gewissen Stress. Ja, also es gibt ja gerade vor Prüfungen gibt es Menschen, die brauchen den Druck von der Prüfung und fangen dann relativ knapp unter Hochdruck an zu lernen. Die brauchen diesen Druck, damit sie wirklich zur Höchstleistung auflaufen. Während andere unter Stress eben wirklich überhaupt gar nicht klar denken können und bei Prüfungen dann zum Beispiel länger vorher anfangen müssen zu lernen und sich das besser einteilen und das wie geordnet dann ablaufen und die haben dann die Ruhe im Lernen. Also ich war eher so ein Lerntyp, ja. Also unter Stress oder so ging auch, aber ging nicht wirklich optimal. Und es hängt dann wirklich davon, ob Stress jetzt eine positive oder negative Bewertung auf dich hat, hängt wirklich davon ab, wie du den Stress bewertest. Und das hängt eben davon ab, wie du es eben gelernt hast und wie eben deine Erfahrungen in diesem Bereich bis jetzt waren. Und je nachdem, wie du den Stress wahrgenommen hast, bewertest du ihn eben auch.
Und dann gibt es natürlich noch das Thema, dass wir eben viel zu viel uns vornehmen oder es muss immer ganz perfekt sein. Das heißt, wir legen die Latte auch immer sehr hoch, also ich tendiere da auch dazu. Und wenn die Latte sehr hoch liegt, muss man natürlich auch immer sehr hoch springen und das verursacht natürlich auch Stress. Und da ist es schon mal gut, darüber zu reflektieren, muss die Latte wirklich so hoch liegen, ja? Und wenn du dir ehrlich zu dir selber bist, ist es meistens nein, ja? Und in vielen Fällen ist auch weniger viel mehr. Und egal welcher Stresstyp du auch bist, also zwischendurch empfinden wir ja alle Stress, und wenn der dann in unserem Körper ist, ist es einfach wirklich gut, den wieder dass das aus dem Körper abfließen kann. Und da möchte ich eben dir heute diese Übung dazu zeigen. Und am besten stehst du dazu auf. Also ich mache es einfach immer mit geschlossenen Augen, weil ich es dann besser spüren kann. Dann spüre ich einfach nochmal in diesen Bereich rein, wo ich den Stress spüre. Also wirklich in dem Moment dann machen. Also bei mir ist das meistens wirklich hier so im Bauch und in der Magengegend. Und dann stelle ich mir wirklich einfach vor, wie dieser Stress da durch meinen Körper, durch die Beine, durch die Füße in die Erde abfließt. Und bei mir kippt dann mein Körper leicht nach vorne. Und dann, wenn es wie abgeflossen ist, dann geht er wieder zurück. Das ist dann mein Zeichen, wie wenn es fertig ist. Wenn ich dann nämlich reinspüre und merke, na, das ist noch nicht ganz weg, da ist noch ein bisschen da, dann mache ich das Ganze einfach nochmal. Also ich stelle mir dann wieder vor, wie der Stress da durch mich abfließt. Und das kannst du dann so lange wiederholen, bis du das Gefühl hast, jetzt ist es weg. Ja? Und dann mal wirklich tief durchatmen, entspannen. Und das Schöne dann im nächsten Schritt, was ich dann einfach immer noch mache, wir sind ja immer bei den To-Do-Listen, was noch alles zu tun ist. Aber wenn du ehrlich zu dir bist und nochmal wirklich zurückschaust, du hast schon viel, viel mehr heute alles erreicht. Ja? Also wenn ich heute denke, ich habe schon einige Telcos gehabt, ich habe ein Papier geschrieben, ja, Mittagessen gekocht, ja, ich habe schon total viel heute erreicht und erledigt. Das heißt, dass man sich wirklich auch nochmal die Augen schließt und sich vorstellt, ja, ich habe eigentlich schon ganz, ganz viel auch gemacht. Ja, dass man sich wie selber mental auf die Schulter klopft, dankbar ist, dass man, was man schon alles geschafft hat, sich auch daran freut, was man schon alles gemacht hat. Und auch hier dann, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich bin jetzt mit diesem positiven Gefühl aufgeladen, geht es dann wieder viel besser, dann geht mein Körper wieder zurück. Sie ist eigentlich eine ganz einfache Übung, die man jederzeit und überall machen kann, wirkt relativ schnell, dann ist man den Stress, mal den physischen Stress aus dem Körper los, ja? Und dann eben kann man viel besser und klarer denken und sich auch organisieren, okay, wie plane ich jetzt den restlichen Tag, dass das jetzt für mich nicht so stressig ist und trotzdem das Wichtigste erledigt wird. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anwenden dieser Ableitmethode, dass du den Stress ableiten kannst und dann den restlichen Tag deine Arbeiten viel entspannter durchführen kannst und viel effektiver und effizienter. Das wünsche ich dir. Schreib mir doch unter dieses Video oder auf info@corneliakavan.com, wie diese Technik bei dir funktioniert, ob sie funktioniert, ob du noch Fragen dazu hast. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und auch über den Austausch mit dir. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wenn du das Thema interessant findest, dann abonniere den Kanal oder teile ihn mit deinen Freunden oder Freundinnen. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Alles Gute, bleib gesund und du weißt, Energy on! Deine Cornelia.